Jetzt sollten wir noch sagen, was ein Haupttitel und was Untertitel ist. Ich markiere beide Länder, die Zeile, und ich sage, das ist Überschrift 1. Schwupps. Das gleiche mache ich mit Schweden und mit Norwegen. Und dann sage ich Geografie. Das ist nicht Überschrift 1, sondern das ist Unterteil von Norwegen. Also ich mache Überschrift 2. Flüsse ist wieder mal etwas, was unter Geografie steht oder Geografie zugeordnet wird, mache ich Überschrift 3. Klima ist genauso wichtig wie Geografie, also Überschrift 2. Und Länder im Vergleich, das ist wieder mal Überschrift 1. Dynamisch Überschrift 2, statisch wieder mal Überschrift 2 und schnell und günstig Ctrl-V, Ctrl-C ist Überschrift 2. Dann hier. Jetzt muss ich Ctrl-G, Seite 2 gehen. Entschuldigung, Seite 3. Geografie haben wir gesagt, das ist Überschrift 2. Klima, ebenfalls Überschrift 2. Zweite Kategorie. Wirtschaft, Überschrift 2. Aber Land- und Forstwirtschaft als Unterteil von Wirtschaft, das ist wieder mal noch eine Kategorie 4, Kategorie 3. Bergbau, Kategorie 3. Und Industrie, Kategorie 3. Also wir haben verschiedene Kategorien. Wir haben Länder als Hauptkategorien, Überschriften 1. Wir haben dann Klima, Geografie, Wirtschaft als Kategorie 2 und dann die Unterbereiche von Wirtschaft oder Unterbereiche von Geografie als Überschrift 2 formatiert. Und jetzt bereits zu diesem Zeitpunkt können wir von diesen Strukturierung mit Überschriftenstrukturierung profitieren. Wir können sagen, hey, Computer, spring auf Registerkarte Start und bei Gliederung zeig mir eine Gliederung mit Überschriften. Zack. Und jetzt interessanterweise sämtliche Sachen, welche wir mit Überschriften formatiert haben, werden nummeriert. Und zwar geordnet. Norwegen Nummer 3. Schweden ist 2. Geografie 2.1. Klima 2.2. Wirtschaft 2.3. Und Unterbereiche von 2.3 ist 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3. Und jetzt, was bringt uns das? Ganz einfach. Wir können jetzt am Anfang vom Dokument sausen. Wir können sagen Verweise und wir können Inhaltsverzeichnis in 0, nix erstellen. Schwupps. Gemacht. Gell? Schon gemacht. Und jetzt, wenn das mit Überschriften und Titel gegangen ist, vielleicht geht das auch mit Bildern. Mal schauen. Wenn ich da das ein bisschen schieben möchte, das geht schon. Gell? Die Fahne zuerst, dann die Karte. Dann schauen Sie mal. Ich klicke auf die Fahne. Wichtig ist, dass das mit Textumbruch gemacht ist. Und jetzt sage ich Beschriftung einfügen. Es ist kein Diagramm, es ist eine Abbildung. Dann schreibe ich schwedische Flagge und unter dem Bild stehen. Und jetzt habe ich schwedische Flagge. Klick drauf, Control. Klick auf die Flagge. Beide Elemente sind erfasst und jetzt kann ich rechte Maustaste sagen, klicken und sagen, ich will das gruppiert haben. Und das wird gruppiert. Auf die Karte klicken. Wichtig, dass das mit Textumbruch formatiert ist. Dann Verweise Beschriftung einfügen. Schweden auf der Karte. Zack. Und auf die Linie klicken, Ctrl aufs Bild klicken, beides ist erfasst, Ctrl lassen, rechte Maustaste drauf und dann gruppieren. Gell? Und so könnten wir dann
eigentlich mit, zack, mit Textumbus hast du es gemacht, dann in Stockholm. Gell? Zack, pack, Control, beides erfassen, rechte Maustaste gruppieren, gruppieren, zack, Beschriftung einfügen, Berge, zack, klick, klick, beides erfassen, rechte Maustaste gruppieren und gemacht. Und so weiter und so weiter. Gell? Beschriftung einfügen. Und auf der Karte beides erfassen, gruppieren, auch norwegische Fahne. Zack. Ui, jetzt habe ich etwas Quatsch gemacht. Rechte Maustaste. Gruppieren. Zack. Rechte Maustaste, Beschriftung einfügen. Landschaft in Norwegen. Und beides erfassen mit Ctrl und Klick. Rechte Maustaste gruppieren. Zack. Beschriftung einfügen. Zack, zack, rechte Maustaste gruppieren. Gemacht. Beschriftung einfügen. Typische Landschaft an der Küste. Rechte Maustaste gruppieren, erfasst und so weiter und so weiter. Und jetzt schauen Sie mal, jetzt können wir hier auf dem letzten Blatt sagen, ich will Beschriftungs nicht einfügen, sondern ich will Abbildungsverzeichnis einfügen. Und jetzt schauen Sie mal, es wird automatisch generiert. Vielleicht, Entschuldigung, Bilderverzeichnis. Und jetzt Abbildungsverzeichnis einfügen und fertig. Ja. Und jetzt schauen Sie mal, was ich noch machen möchte. Das muss ich definieren als Überschrift 1. Das kann ich im Nachhinein auch definieren. Zack. Und jetzt will ich Index machen. Ich möchte einfach wissen, was kommt auf welche Seite vor. Und jetzt schauen Sie mal, ich habe da mein Kapitel gemacht. Ich klicke zum Beispiel auf Norwegen. Ich gehe auf Verweise oder auf Referenzen, je nach Version von Office kann das so oder so heißen. Und jetzt sage ich Eintrag festlegen. Norwegen, zack. Alle festlegen. Also im ganzen Text wird nach Wort Norwegen gesucht. Und technisch gesehen wird da so etwas eingeblendet. Achtung, das ist nur technische Ergänzung. Das wird nicht echt erscheinen. Und jetzt mache ich das gleiche mit Schweden. Klick, Eintrag festlegen. Schweden. Verzeihung. Und jetzt, was bringt mir das? Ganz einfach. Wenn ich jetzt
Index habe, dann kann ich sagen Index einfügen. Okay. Und jetzt sehe ich, Norwegen kommt auf Seite Nummer 1, 3, 9, 10, 14 und so weiter. Und Schweden kommt auf diese Seiten vor. Das ist einfach so stichwortartig, wird mir dargestellt, was auf welcher Seite erwähnt wird. Ja. Aha. Langsam sieht das ein bisschen anders aus. Also besser. Oh, da merke ich, da haben wir eine leere Seite bekommen. Klick. Delete. Einfach die leere Seite deleten. Und was wir jetzt noch bräuchten, wäre ein Einfügen Deckblatt. Ich nehme so etwas. Und ich sage, so, Jahr haben wir 2019. Ab nach Norden. Muster AG. Ja, machen wir Datum. Dezember und dann ist es gemacht. Und jetzt merke ich, ich habe Titelblatt, ich habe Inhaltsverzeichnis und jetzt bei Inhaltsverzeichnis denke ich mir, oh hoppla, da habe ich aber neue Sachen gemacht. Ich muss Inhaltsverzeichnis aktualisieren. Klick auf Inhaltsverzeichnis, Inhaltsverzeichnis aktualisieren, gesamtes Verzeichnis aktualisieren, okay. Und in dem Moment, die neuen Sachen werden auch da erfasst. Und dann sieht das so aus, ich gehe auf Prozente, ich sage, zeig mehrere Seiten, so in Dreien, ja, zwei Dreienreihen. Sehen Sie, dann haben wir Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, erstes Blatt mit Überschrift, mit Smart Art, zweites Blatt mit Überschrift, mit Word-Tabelle, mit Bilder, dann Bilder beschriftet. Gell? Dann haben wir die Kapitel als Überschriften formatiert. Hier, auch wenn ich das nicht sehe, haben wir noch Quellenangabe gemacht zu jedem Kapitel in der Fußnote. Hier haben wir Diagramme eingefügt als Objekt, als Bild und als Ctrl-C, Ctrl-V. Hier haben wir Bilderverzeichnis erstellt. Übrigens rechte Maustaste, Felder aktualisieren. Auch hier können wir das Zeug aktualisieren. Und Index ist auch gemacht worden. Gell? Und wenn ich das jetzt speichere, Schweden und Norwegen. Dann muss ich daran denken, dass ich Autoren hier mache. Ich bin jetzt automatisch da. Gespeichert, dann kann ich in aller Ruhe